Hallo, hallo ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zu später Stunde zu SpongeBob der Cosmic Shake. Ich bin gerade so süchtig, dass ich jetzt um 5:11 noch eine Folge aufnehme. Also, ich gönne euch, ja. Wenn ich ein bisschen müde wirke, dann liegt das vielleicht daran, dass ich immer noch am Suchten bin. Ich glaube, es sollte im Rahmen bleiben. Und ich bin gespannt. Können wir hier eigentlich auch mit unserer Karte? Ja, können wir auch mit unserer Karte. Okay, perfekt. Ja. So. Was war das gerade für eine Stimme? Um wen geht's hier denn in dieser Episode, in diesem Level? Die Stimme kenne ich nicht. Wer hat denn so einen französischen Akzent? Diese eingestaubten alten Kanonen haben immer noch kräftig Wumms, oder? Admiral Killergarnele, what the fuck? So. Komm, hau mich nochmal, Digga. Mach dir bitte den, okay. Tot. So. Und da. Und da. Oder wir retten vielleicht auch nur unsere Ananas in dieser Episode. Das könnte natürlich. So. Geil. Oh Mann, jetzt hat uns irgendwas runtergekickt. Ich komm dich holen. Wer war das nochmal? Wer hat. Hatte ich jemand? Ich kenne nur diesen. Die krasse Krabbe. Sieht wohl so aus. Aber wer schießt da? Von oben dürfen entschiffen. Ja, ja. What the fuck? Das kickt einen ja richtig weg. What the fuck? Admiral Killergarnele. Digga. Warte, können wir das jetzt freischalten? Lol. Macht euch bereit zu erzittern vor meinem wahrhaftig geisterhaften Geist. Ach, wem mache ich was vor? Nicht mal ein Baby hätte Angst vor mir. Ohne ein Schiff bin ich nur ein erbärmlicher Geist meiner selbst. Das ist ja schrecklich. Was ist passiert, Mr. Holländer? Dieser verfluchte Seetapfers hat mein geliebtes Schiff gestohlen. Verwirrte Brokkoli voraus. Ach so, ist nur der fliegende Holländer. Er hat auch meine Ananas. Dieser obststehlende Freibeuter hat es zu weit getrieben. Captain Holländer, Sir, Sie müssen Ihr Schiff zurückbekommen, damit ich meine Ananas zurückbekomme. Aber Killergarnele hat all meine kostbaren Socken weggeworfen. Kein Pirat, der was taugt, würde einem sockenlosen Captain folgen. Und wenn ich keine Mannschaft zusammentrommeln kann, haben wir keine Chance gegen den Admiral. Man braucht keine Socken, um Pirat zu sein. Patrick hier hat in seinem Leben noch keine einzige Socke getragen. Ich hab nicht mal Füße. Wenn Sie also zwei treue Seebären brauchen, treten Patrick und ich mit Freude Ihrer Mannschaft bei. Mit oder ohne Socken. Also gut, also gut. Aber erst müsst ihr Lausbuben beweisen, dass ihr aus echtem Piratenholz geschnitzt seid. Dazu müsst ihr einen echten Schatz ausgraben. Aha. Euch furchterregende Piratennamen verdienen? Aha. Und all meine Socken finden. Die will ich nämlich immer noch wieder haben. Zu Befehl, Captain Holländer, Sir. Zu Befehl, Captain Holländer, Sir. Okay, cool. Also wir haben hier tatsächlich keine Freunde, die wir retten können. Außer man bezeichnet den fliegenden Holländer als Freund. Oder unsere Ananas. Aber hier scheint es tatsächlich wirklich um
Piraten-Setting zu gehen und wirklich um echte Piraten und nicht um Mr. Krabs, der als Seemann auch mal so existiert hat, sondern... Oh, ja. Ich habe vergessen, Sonnencreme einzupacken. Bis jetzt gefällt mir alles sehr gut. Einzige, was mich nervt, ist, dass Sandy bis jetzt schon zweimal vorgekommen ist und sonst noch keiner. Das heißt, das hätte man so machen können, dass jeder öfter vorkommt und das nicht zu sparsam. Denn wenn wir schon unlogisch sind, dann können die gleich jeder Charakter in jeder Welt einmal auftauchen. Oder jeder einmal. Das aber dann konsequent. Also... Wie wisst ihr, was ich meine? Also, entweder es gibt eine Sandy und einen Thaddeus und eine Mrs. Puff und... und so weiter und so fort. Oder es gibt, wie gesagt, mehrere und das... Parallelwelten und so. Reicht schon. Du kriegst mir zu viel Sand in den Mund. Ich hab schon welchen gegessen. Oh. Halt's Maul. Autsch. Du kriegst mir zu viel Sand in den Mund. So. Zur Feier der Folge können wir unsere Kostüme ein bisschen ausschauen. Also das sind die Standardkostüme, die wir jetzt haben. Könnten wir so herumlaufen. Dann haben wir noch diese. Das sind die Inhalte zum Herunterladen. Könnten wir theoretisch jetzt passend zum Piratenthema könnten wir... keine Ahnung, passt gar nichts eigentlich. Aber die können wir uns kaufen zum Beispiel. Also Pfadfinder, Kuschelbob, Spongebob, Buck, okay. Unterwäsche, ist ja auch geil. Okay, und die schalten wir frei für mehr Münzen, alles klar. Dann bleiben wir mal in der Ur-Spongebob-Form. Uga, uga. Und... Oh, stark! Wow, stark. Ja, ja, danke. Du bist auch stark. So. Lieferung kommt! Lieferung kommt! Okay. Und dann... Das war ein großer Button. Der war giga. So, der. Auszeichnung freigeschaltet. Cool. Okay, wo geht's jetzt lang? Was war das jetzt? Das waren die. Okay, warte. Hä? Okay. Ich fliege! Ich nehme das jetzt einfach mal an. Okay. Ich denke mal, außer dem fliegenden Holländer kennen wir hier nichts. Ich meine, ich glaube auch die Garnele kennt man, aber die kennt man nicht wirklich gut. Also nicht so als OG meine ich halt. Ja. Aber sonst. Glaube ich, wenn man da die jetzt wirklich Pizza. Das Piratensetting ist halt ein bisschen random. Aber generell finde ich es sehr geil. Also sehr hyped auf das Piratensetting. So, was ist denn hier los? Das sieht gar nicht gut aus, da brauchen wir auch Klatsche. Okay. Okay. Ich fliege. Wir brauchen mehr Münzen. Aber ich weiß nicht, ich habe mir eingebildet, wir haben schon drei gefunden. Ich finde es toll, wie die gruseligen, schwebenden Piratenschiffe um diese Zeit herauskommen. Ja, finde ich auch toll. So. Patrick. Bam. Schwupps. Schwupps. Wow, ich kündige meinen Job und hol mir ein Surfbrett. Okay. Weiß, was du meinst. Das meinst du mit Surfbrett? Alles klar. Das heißt, immer wenn ich das drücke, verschiebt sich das Ganze quasi. Macht definitiv auch Sinn, ja. But the truth is, I never did like you. Not even die just one. Pizza. Okay. Ist die ein Kampf. Und bam. 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 Und bam.
Ein kleiner Autsch. Ja, finde ich schon viel besser. Bam. Cool. Jetzt müssen wir nochmal dahin springen. Schau, Karate-Kit und bam. Okay, ja. Hat jetzt nicht funktioniert, wieder meine Combo, aber sobald man ein Stück drüber ist, funktioniert's. Weil dann kann man instant den Sprung abbrechen. Dann geht das. Lieferung kommt. Aber ich finde ein bisschen doof, dass diese Verzögerung. Also ich komme nicht drauf klar. Das ist keine Kritik, sondern ich bin dumm. So, dass diese Explosion da, dass die ein bisschen so verzögert ist. Weißt du? Also, dass die eigentlich schon vorbei ist und dann kommt aber noch die Druckwelle nach und weil ich das nie check und nie checken werde. Ja. So. Eine Unterhose wäre nice. Problem ist, dass mir Unterhosen immer in den Arsch geschoben werden, wortwörtlich. Außer dann, wenn ich sie brauche. Also wenn ich kurz vorm Tod stehe, dann. Nein, wir haben leider keine Unterhosen mehr übrig. So. Vor allem, weil ich hier das alles sprengen muss und weil ich ja eigentlich so smart bin. Und diese Sprengung. Ja, naja, wenigstens haben wir eine Socke. Wie viel brauchen wir? 4, okay. Patrick, findest du eine Unterhose für mich? Nee? Okay. Dann halt nicht. Da müssen wir uns selber um eine Unterhose kümmern. So. Ja. Oh, Surfbrett. Wow, stark. Ah, deswegen sagt er das. Okay. Wir haben. Das liegt im Surfbrett, sagt er das. Oh Mann. Jetzt kommen wir auf die Hauptinsel zurück. Oh, okay. Hey Kumpel, ich will mich hier bräunen. Hey Kumpel, ich will mich hier bräunen und du stolzierst hier mit deinem nackten Arsch vorbei. Ja, yeah, kann ich verstehen. Okay, das heißt, wir müssen Socken sammeln. Aber was hat er noch gesagt? Der Fliegen die Posse habe Pizza. Der Pizza hat irgendwas anderes auch gesagt. Wir müssen uns Piratennamen verdienen. Da habe ich Bock drauf. Halt wirklich, das macht Spaß. Wenn ich mich frage, was ist das? Was sind Piratennamen? Wie bekomme ich die? Und wann bekomme ich die? Du kriegst mir so viel Sand in den Mund. Ich habe schon welchen gegessen. Ja. Gehört zum Piratenleben dazu, ein bisschen Sand ins Maul. Und schon ist er ruhig, der Gaul. Nein, Spaß. Geht es jetzt? Ja, eins muss es fast noch weitergehen. Ja, stimmt. Gut. Das ist auch dann der letzte Punkt. Mit diesen Mess... Ausgucken. Hey, ich ja. Handball und flieg woanders hin. Ah, ja. Ist nicht passiert mehr. Nein. Okay. Egal. Was haben wir jetzt verloren eigentlich? Ich glaube, wenn wir zu oft den Karate-Kick machen, dann können wir gar nicht mehr, oder? Irgendwie so. Oder es ist halt, weil uns der immer da betäubt, der eine Typ. Kann auch sein. Besser. Ah, egal, auf jeden Fall haben wir jetzt alle Socken. Außer die eine, aber die bekommen wir ja hier. Und manchmal finde ich es ein bisschen doof, dass man keine Konsequenz hat. Also, dass man nicht zumindest mehr vom Level spielen muss. Also, dass man jetzt gesagt hätte, okay, wir hätten die Socken verloren. Oder zumindest irgendwie zwei Socken verloren oder irgendwas. Ich ein bisschen leicht, aber andererseits stört es mir auch nicht. Ich meine, spiele ich, also kann man das, gibt es das in verschiedenen Spielmodi oder beziehungsweise es ist halt auch ein Kind, also leicht ist immer besser als so schwierig, finde ich, meiner Meinung nach. Also ich mag schwierig nicht so unbedingt, weil schwierig bedeutet oft, dass man länger für Levels braucht, die man vielleicht einfach auch gar nicht so lang ziehen müsste. Muss ich da jetzt rüber, oder was? Okay. Ja, schafft man nicht den einen. Deswegen muss man da jetzt zurück. Hey, mach einen auf Strandball und flieg woanders hin. Mach einen auf Strandball und flieg woanders hin. Ja, ja. Lustig. Lustig ist er. Wirklich. Ganz ehrlich. Habe ich gar kein Verständnis dafür. So. Oh,
wohl noch mehr Gelee. Noch ein Surfbrett. Piratenschiffe, ich will sie anfassen. Hallo Larry. Larry, der Hummer wird von einer Garnele gefangen. Das ist auch lustig, oder? Okay, das ist Larry, ist halt dann quasi unser Freund in dieser Welt. Hey, den wir retten müssen, schätze ich jetzt. Kannst du diese Gelee-Wichte beseitigen? Ja, haben wir immer noch gemacht. Sowas. Finde ich lustig. Was kann der? Was können die eigentlich? Ah, die schießen so Bomben. Okay. Funny. Funny, to be honest. Sorry, ist nicht persönlich. Aber ich mag keine kleinen Kinder, die Bomben schießen. Wenn ich ehrlich bin. So. Ich hab nichts gegen einen Sonnenbad. Hallo. Aber wenn du dich beeilen könntest. SpongeBob? Patrick? Ihr seid auch hier? Ich dachte, es wäre nur ich und die Sardellen. Wie sind wir hierher gekommen? Darüber können wir später sprechen. Im Moment müssen wir uns darauf konzentrieren, und die Sardellen und meine Ananas nach Bikini Bottom zurückzubringen. Sag mal, wo sind die Sardellen? Dieser widerliche Schrimp hat uns zusammengetrieben und uns von seinen Gelee-Schergen an Schiffswracks Schrimp. In der ganzen Lagune kleben lassen. Er sagte, wir seien kein Piratenmaterial. Ist doch nicht meine Schuld, dass ich so allergisch gegen Augenklappen bin. Ich finde diese Nahaufnahmen so lustig. Nicht den Mut verlieren, Larry. Wir werden jeden Bewohner aus Bikini Bottom retten, der hier feststeckt. Sonst heißen wir nicht SpongeBob und Patrick, die, Piratenleute. Kein sehr furchterregender Piratenname. Wir arbeiten noch dran. Danke, SpongeBob. Ich werde nach Hause gehen, um mich zu bräunen und zu trainieren. Wow, gute Idee. Hey, wir haben ihn instant gerettet. Finde ich schön, dass es auch geht. Aber gut, wir haben ihn auch instant getroffen. Schwinge wie ein Pirat. Das schaut mir zwar jetzt eher aus wie Schwinge wie ein Cowboy, aber okay. Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wie das geht, wie man wie ein Pirat schwingt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ciao, ciao.